Ja, hallihallo liebe Individualisten und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Individuell unterwegs. Ich bin der Chris und ich bin heute unterwegs in Mödling, genauer gesagt eigentlich zwischen Mödling und der Gemeinde Hinterbrühl. Und da vor mir befindet sich der Mödlinger Klettersteig und den will ich heute machen. Ich habe mir nämlich vor kurzem, vor ein paar Tagen, ein Klettersteig-Set bzw. eine Klettersteig-Ausrüstung zugelegt. Angefixt dazu hat mich übrigens der Martin vom Kanal Chia Schlossmühle aus Tirol. Vielen Dank an der Stelle an dich für die Inspiration und ja, ich bin mal gespannt, wie das funktionieren wird. Es ist ein Einsteiger-Klettersteig, Schwierigkeitsgrad B bis C maximal, der meiste Bereich aber sogar nur zwischen A und B. Also wirklich sehr, sehr einfach. Ja, und bevor wir auf den Klettersteig gehen, packe ich mal die Ausrüstung aus und zeige euch die mal ein bisschen näher. Ja, gekommen ist das Ganze in diesem Paket. Das Ganze ist einmal ein Set fertig zusammengestellt. Den Link tue ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung rein. Und zwar besteht das aus dem Klettergurt, dem eigentlichen Klettersteig-Set und dem Helm, der auch sehr wichtig ist. Dazu gekauft habe ich mir dann separat nochmal ein paar Kletterhandschuhe. Einfach, weil das für die Hände dann einfach ein bisschen besser ist und man hat dann die Hände einfach auch nochmal ein bisschen geschützt. Genau, ich habe das jetzt alles hier in dieser Schachtel drinnen und werde das jetzt einfach mal der Reihe nach auspacken. Leider wie üblich in Kunststoffsäcken verpackt, finde ich jetzt nicht so toll, aber das kennt ihr ja schon von mir, dass ich da eher auf plastikfreie Verpackungen zurückgreifen würde, aber ist halt leider schwierig, weil die meisten Sachen heute einfach in Plastik verpackt werden. Gut, dann fangen wir da jetzt einfach mal an. Als allererstes das Wichtigste, der Klettergurt von LACD, ist eher ein kostengünstigeres Modell, ist auch ein Einsteiger-Klettergurt, ein Basismodell, das Ganze nennt sich Harness Start. Ich habe ihn mir genommen in der Größe M, aber ich habe ihn schon kurz anprobiert gehabt und passt eigentlich ganz gut und hat auch ganz gute Bewertungen und hat auch die CE und die EN-Norm, die Prüfnummern drauf. Von dem her eigentlich alles gut. Hier sind noch so ein paar Warnhinweise, Gebrauchsanweisungen und so weiter. Das schauen wir uns dann nachher noch näher an. Die nehme ich jetzt einfach mal runter. Ist natürlich gerade bei solchen Sachen immer auch gesetzlich natürlich wichtig für den Hersteller, sich hier abzusichern. Entsprechend gibt es dann da immer so Warnhinweise und so Zeugs dazu. Ich zeige das jetzt einfach mal ganz kurz etwas näher. Steht halt dann, ja, wie man die Schnallen einrichtet, wie man den Gurt anlegt. Öffnen und schließen, festziehen und so weiter. Und natürlich einiges an Materialhinweisen, Warnhinweisen und so weiter. Genau. Ein bisschen Allgemeines halt muss man natürlich machen als Hersteller. Genau, damit hätten wir hier mal Teil 1, den Klettergurt. Teil 2, das eigentliche Klettersteig-Set. Schaut dann so aus. Wir haben hier die beiden Gummidämpferbänder mit den entsprechenden Karabinern. Zu denen zeige ich euch gleich noch was ein bisschen näher. Und
hier die eigentliche Sicherheitseinrichtung für den Klettersteig. Das ist nämlich genau das Element, das dich nachher abfängt, wenn du am Klettersteig abstürzen solltest. Dieses Klettersteigset, was ich da jetzt habe, geht von 50 bis 120 Kilogramm. Das Ganze steht auch nochmal angeschrieben, ist das Model Comfort. Wichtig ist immer zu kontrollieren, ob diese Manschette hier noch in Ordnung ist. Wenn die nämlich gerissen ist, muss man das Set austauschen, weil dann war es irgendwann schon mal in Verwendung oder es ist sonst eine Beschädigung passiert. Also auf das immer genau schauen. Und hier unten steht dann eben auch die Gewichtsangabe, 50 Kilogramm kleiner Masse, kleiner 120 Kilogramm. Passt für mich wunderbar. Mit meinen knapp 70 Kilogramm Körpergewicht und dann nochmal irgendwo 5-6 Kilo Rucksackgewicht heute. Natürlich auch hier wieder die Gebrauchsanweisung mit auch wieder Warnhinweisen etc. pp. Auch das zeige ich euch mal etwas näher, wenn ich sie aufbringe. Genau. So. Also auch hier sieht man wieder, wie es angelegt wird und wie es auch verwendet werden soll. Genau. Ich zeige euch das jetzt mal ein bisschen näher. Speziell hier die Karabiner. Die haben einen Sicherheitsverschluss, das heißt, die können sich von selbst nicht öffnen. Die muss man entriegeln, und zwar indem man hier hinten drauf drückt. Vorgefertigten oder zusammengestellten Set zum letzten Teil, dem Kletterhelm. Ich sehe immer wieder Leute oder Videos von Leuten, die ohne Helm klettern. Auch Fotos sieht man immer wieder, auch auf den Klettersteigseiten, wo die Klettersteige beschrieben sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht, wieso man ohne Helm klettert. Weil speziell, wenn man nicht alleine unterwegs ist auf dem Klettersteig, sondern mehrere Leute unterwegs sind, kann es doch immer wieder zu Steinschlag kommen. Und dafür ist dieser Helm ja eben auch gedacht, um sich genau davor zu schützen. Es muss einfach nicht sein, dass man sich die Steine am Kopf kriegt. Und in Wahrheit, dieser Helm wiegt praktisch nichts. Ja, also ja, kann man dann auch gut als Helm verwenden. Der Helm ist nicht wie die anderen beiden Sachen von LACD, sondern von Saleva. Hat dann hier noch so Laschen rundherum, wo man eine Stirnlampe oder den Helmgurt von der GoPro einspannen kann. Das werde ich dann nachher auch noch machen. Ich habe nämlich die GoPro heute auch noch mit, hier in meinem Rucksack. Und die möchte ich heute auch mitfilmen lassen, ein bisschen während ich unterwegs bin. Ja, auch da natürlich wieder Gebrauchsanweisung inklusive Sicherheits- und Warnhinweisen mit dabei. Genau. Der Helm selber, den kann ich euch auch noch etwas näher zeigen, hat hier hinten die Haupteinstellung. Über diese Rändelschraube und unten noch entsprechend ein Gurtband zum Schließen unterm Kinn. Ist überall schön gepolstert, sodass er nicht drückt und trotzdem gut sitzt. Genau, und dann kommen wir noch zum
den letzten Ausrüstungsgegenstand, den wir auf dem Klettersteig noch heute brauchen, nämlich die Handschuhe von Black Diamond, die Crack Halffinger, natürlich auch wieder mit Gebrauchsanweisung, Sicherheitshinweisen etc. pp. Das übliche Spiel. Ich nehme die Handschuhe da jetzt mal raus. Aus den Laschen. Muss hier dieses Gummiband durch die Laschen durchfädeln. Ein bisschen eine Fummelerei, aber dafür kann man das Gummiband eventuell mal noch irgendwo brauchen. Wir haben hier hinten einen schönen Klett, so dass man sehr bequem in die Handschuhe reinkommt und sie gut schließen kann. Sie haben jede Menge Laschen, Ösen und so weiter, wo man die Handschuhe dann auch entsprechend mit Karabinern auch am Klettergurt festhängen kann oder sonst irgendwo. Bestellt habe ich mir die Handschuhe in der Größe M. Passen die angegossen. Ich habe jetzt leider auf die Schnelle keine Größentabelle gefunden zu den Handschuhen. Es gibt aber scheinbar auf der Homepage von Black Diamond entsprechend eine Größentabelle, da müsst ihr einfach mal schauen. Ich drücke natürlich auch den Link zu den Handschuhen unten ins Video. Ja, und ich räume jetzt mal da den Müll zur Seite und dann schauen wir uns mal den Klettersteig an. So, dann schauen wir uns den Klettersteig an. Wir werden da hier vorne einsteigen. Dann geht es hier hoch. Den Grat entlang hoch. Immer weiter hoch, hoch, hoch. Mit ein paar sanften Durchstiegen oben dieser Felswand entlang. Bis da oben. Und da oben irgendwo müsste dann der Ausstieg sein. Ist jetzt kein allzu langer Klettersteig. Sind so, ja, was werden das sein? 300-400 Meter vielleicht. Ich muss dann noch genauer schauen, ob auf der Tafel was steht. Jo, aber jetzt zeige ich euch vorher noch, wie man dieses ganze Klettersteig-Set hier vernünftig anlegt. Also hier nochmal Klettergurt, Klettersteigset und der Helm. Die Schachtel habe ich jetzt mal ein bisschen zerkleinert auf den Rucksack drauf. Die wird dann daheim weggeworfen, entsorgt ins Altpapier. Genau, also würde ich sagen, legen wir mal das Zeug an. Gut, anfangen tun wir mit dem Klettergurt. Zunächst einmal wichtig, die ganzen Bänder alle öffnen, damit wir da schön Platz haben zum Einschlüpfen. Auch hier an den Fußdurchstiegen entsprechend die Bänder aufmachen. Ja, und wenn wir das dann haben, einfach nehmen und wichtig dann entsprechend dadurch die Beinschlaufen noch durchsteigen.
dasselbe auf der anderen Seite. Dann den Gurt hochziehen. Nächstes Mal den Hüftgurt selber. Und dann können wir eigentlich auch schon die Bänder festziehen. Zumindest mal ein Stück, dass mal der Gurt so weit locker mal sitzt. Genau, dann die Beinschlaufen festziehen. Auch die sollen natürlich ordentlich sitzen. Und dann hier hinten die beiden Gummibänder entsprechend noch festziehen. Das habe ich aber schon voreingestellt. Und dann nach oben die Bänder vom Hauptgurt entsprechend noch anziehen, sodass der wirklich ordentlich sitzt. Dann ist natürlich wichtig, die ganzen Bänder alle sauber zu versorgen, dass da nichts davon hängt, nichts herum wackelt. Und jetzt legen wir noch das Klettersteigset an. Wir brauchen da keinen Karabiner oder irgendwas dazu, sondern wir brauchen eigentlich nur hier diese Schlaufe. Ich nehme diese Schlaufe und führe sie da durch die Verbindungsschlaufe hier durch. Nehme meine beiden Karabiner, führe sie durch die Schlaufe durch. Dann noch die Fallsicherung durchgezogen, das alles festgezogen und schon hängt mein Klettersteigset fest und sicher am Gurt. Dann natürlich noch die Karabiner versorgt. Und zu guter Letzt kommt dann noch der Helm. Kann ich hier im ersten Schritt mal aufmachen. Helm aufsetzen. Dann hier hinten zudrehen, bis der Helm wirklich fest und satt sitzt, ohne zu drücken. Und dann kann ich noch hier unten das Band von der das Gurtband unterm Kinn noch entsprechend festziehen. Ja, und dann bin ich eigentlich fertig, um mich auf den Klettersteig zu machen. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist auf dem Helm das Gurtband für die GoPro. Das hole ich mir jetzt noch schnell raus, montiere die Kamera. Ja, und dann kann es auch schon losgehen.
Das ist ja schon die Ruine Mödling. Da geht es dann heute auch noch hin. Aber zuerst da hoch. Mödling gerade drüber. Haben wir noch ein Stück vor uns. Da haben wir jetzt kurz einen schönen Platz zum Ausrasten zwischendurch. Einen schönen Blick Richtung Hinterbrühl und auch auf die Ruine. Super. Ich muss sagen, es geht erstaunlich gut. Passt. Leute, der erste Ausstieg, der erste Abschnitt ist geschafft. Jetzt geht es darüber ein Stück einen kleinen Weg entlang zum zweiten Abschnitt. Wenn ihr Lust habt, kommt einfach mit.
Ja, Leute, ich bin aus dem Klettersteig heraus. War super schön, hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Ja, super versichert, ganz neue Seile, tipptopp Zustand. Großes Lob an die Leute, die diesen Klettersteig warten. Echt super, klasse Leistung. Und ja, ist auch richtig gut gegangen, ist natürlich ein Einsteiger-Klettersteig, von dem her kein allzu großer Schwierigkeitsgrad. Aber war richtig schön, hat richtig Spaß gemacht. Ja, und wie gesagt, Martin von Skier Schlossmühle, vielen, vielen Dank für die Inspiration. Ja, das waren, glaube ich, die besten 200 Euro, was ich in der letzten Zeit investiert habe. Ich war auf dem Klettersteig komplett alleine, trotz wirklich super schönem Wetter heute. Es sind noch mal ein paar Restwolken, gestern hat es noch geregnet. Der Klettersteig selber, aber tipptopp trocken. Überhaupt kein Thema, guter Halt, überall gute Möglichkeiten reinzusteigen und Halt zu finden. War richtig gut. Und ja, ich glaube, ich muss mir da jetzt noch ein paar Klettersteiger bei mir in der Gegend suchen. Da muss ich, glaube ich, noch öfter was machen. Das hat echt Spaß gemacht, das war echt genial. War richtig schön. Ja, ich werde jetzt mal mich so ein bisschen von der Ausrüstung her erleichtern. Der Helm kommt wieder an den Rucksack. Klettergurt lasse ich an, das ist egal, der stört nicht. So lang ist die Strecke dann nicht mehr. Die ganze Tour hat insgesamt ungefähr 2,5 Kilometer. Von dem her ist es jetzt nicht allzu dramatisch. Ja, und ich sehe da gerade vor mir einen umgestürzten Baum. Und ich glaube, ich werde jetzt mal ein bisschen Pause machen. Weil es ist schön ruhig da heroben. Kein Mensch unterwegs und ich habe noch ein paar Sachen mit, neue Ausrüstungsgegenstände, die ich euch auch noch zeigen will. Da werde ich dann nachher gleich noch ein paar Videos machen. Ja, und in dem Sinne, kommt jetzt einmal mit, dann geht es gleich weiter. Nächste Station ist die Burgruine Mödling. Ja, Leute, ich habe euch ja vorher gesagt, ich bin aus dem Klettersteig heraus. Weit gefehlt. Das ist nur ein Zwischenstück nochmal. Weil hinter mir geht es dann nachher gleich weiter. Und ja, ich würde sagen, mache ich jetzt nochmal auf den letzten Abschnitt. Ist nur mal ein ganz kurzer, bevor ich dann wirklich aus dem Klettersteig heraus bin. Also bleibt dran, Leute. So, jetzt aber wirklich, jetzt bin ich endgültig raus aus dem Klettersteig. Da links neben mir, da drüben, ist auch die Einstiegstafel bzw. Ausstiegstafel. Ja, da im Hintergrund habt ihr noch die Burgruine Mödling. Und ja, das ist jetzt wirklich die nächste Station, da geht's jetzt hin. Ich bin jetzt zurück beim Auto, habe meine ganzen Sachen eingepackt
war eine super schöne Tour, hat viel Spaß gemacht. Und ja, ich muss jetzt mal schauen, wo ich die nächsten Klettersteiger bei mir in der Gegend finde. Hat mich echt gereizt, das war echt schön. Und ja, ich muss da jetzt echt noch ein bisschen weitersuchen und noch andere Klettersteige, glaube ich, machen. Jo, Fazit, wunderbare Tour. Sollte auch mit Kindern zu machen sein, wenn die ein bisschen Erfahrung haben beim Klettern. Sollte jetzt nicht das Riesenproblem sein. Das erste Stück ist vielleicht ein bisschen anstrengender. Das kann man aber auslassen, das kann man umgehen. Wenn man jetzt mit kleineren Kindern unterwegs ist, die das vielleicht noch nicht so kennen, kann man das auslassen und kann dann entsprechend die leichteren Passagen gehen, die hinten nach anschließen. Der Rückweg über die Burg war auch sehr nett. Ich mag ja Burgen auch und ja, war echt cool und war ein netter Tag heute. Ich war jetzt insgesamt, ich schätze mal so zweieinhalb Stunden ungefähr unterwegs. Habe aber dazwischen eine lange Pause gemacht, wo ich eben auch nochmal ein Ausrüstungsvideo gemacht habe und bin das Ganze insgesamt relativ gemütlich angegangen. Was ein bisschen schade war, ist, dass man dann am Schluss am letzten Abschnitt vom Klettersteig dann die GoPro leider der Akku eingegangen ist, den Geist aufgegeben hat, beziehungsweise einfach leer war. ich muss mal schauen, der ist schon relativ alt. Das ist noch eine GoPro Hero 2. Dementsprechend muss man mal schauen, vielleicht mal einen neuen Akku oder mal schauen, ob ich den nochmal ein bisschen reaktivieren kann. Man wird sehen, vielleicht bessert sich das nochmal. Ich werde mich auf jeden Fall um Ersatzakkus umschauen. Zwei, drei Stück auf jeden Fall, um einfach da ein bisschen mehr Videolaufzeit zu haben. In dem Sinne, ja, lange Rede, kurzer Sinn, lasse ich es jetzt gut sein für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, teilt das Video, abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Und ja, ich würde sagen, ich lasse jetzt gut sein und wünsche euch viel Spaß auf euren Touren. Alles Gute, schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal, euer Chris.